Herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Insanity. Ich bin höchst gespannt, was uns erwartet. Es wird wohl eine hoffentlich gelungene Mischung aus Psycho und Survival Horror sein. Ist am 22. Oktober erschienen, also noch relativ frisch. Und wir stürzen uns da einfach mal rein. Es wird blutig. Los geht's. Ach ja, und ich habe jetzt übrigens mal wieder meine Kamera in Betrieb genommen. Bisher noch mit nicht so gutem Erfolg. Ich muss da ein bisschen rumbasteln und es ist gerade taghell. Ich könnte meine Bude abriegeln, dann würde es besser gehen. Aber ich will mich hier nicht mitten am Tag ins Dunkel setzen. Ich hoffe mal, wir finden noch eine gute Lösung. Jetzt aber, los geht's. Das ist das Sanity Inn. Wie sich der Sinn ändern kann, wenn man es umdreht. Schon mal ein schönes Wortspiel. Ah, alles ist nett. Walk to the Hotel Manager. Wird gemacht. Oh, sieht aber schon mal nett aus. Warum sind die alle ausgeblurrt? Respekt vor der Privatsphäre der NPCs. I want to rent a room, ja. Okay, er braucht noch einen Moment. Ja, lass dir Zeit, Dude. Ich kann derweil mal den Ton ein bisschen... Bin ich gerade rausgegangen? Ich hoffe nicht. So. Mist, ich bin rausgegangen. So, und wir sind wieder da, wo ich uns unfreiwillig rausgeschmissen habe. Gut, dann warte ich mal. Ich kann mich jetzt auch nicht großartig umgucken in der Zeit. Okay, es spielt in der jüngeren Vergangenheit. Hier stehen noch höheren Bildschirme. Was machst du da überhaupt? Spielst du Klavier? Ah, ich kann mich mit Space aber wieder rausdrücken. Er sagt dir, du siehst aus wie ein Engel. Ich mag deine Komplimente. Gib mir noch eins. Ich frage mich, welchen Ton sie benutzt, als sie das sagt. War es Flirten oder Sarkasmus? Das weiß man nie so genau, Bruder. Dein Mann ist ein kompletter Idiot, eine solche Schönheit zu verlassen. Ah, lass uns nicht darüber reden. Heute werden wir ihn vergessen und deine Frau. Ihr seid ja zwei ganz Schlimme. Keep listening, talk. Nee, ich will mir die Mist nicht anhören. Ich will zum Manager. Young man! Hier, komm. Gut. Willkommen im Sanity Inn. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein Zimmer für eine Nacht. Sicher. Darf ich Ihren Namen haben, bitte? John Smith? Spielt keine Rolle. Ich hinterlasse ein Trinkgeld und du schreibst nichts. Ich müsste ein bisschen mehr von mir wissen, um da eine gute Auswahl zu finden. Auf jeden Fall will ich mich verheimlichen. Dann bin ich einfach John Smith. Okay, Mr. Smith. Okay, die Erfassung braucht nur eine Minute. In der Zeit erzähle ich Ihnen etwas über das Hotel. Das Sanity ist stolz auf sein Restaurant, was es im Keller unseres geschätzten Gebäudes lokalisiert ist. Wir haben auch einen Swimmingpool. Sie sehen für mich etwas befremdlich aus. Ist alles in Ordnung? Crap. Er hat's gemerkt. Alles okay? None of your business. Alles in Ordnung. Machen Sie einfach weiter. Sicher? Gehen Sie ein Stück weiter und Sie finden den Aufzug.
Gehen Sie in den dritten Stock. Ihr Zimmer hat die Nummer 302. Sie können die Anmeldung, das Restaurant oder die Security mit dem Telefon erreichen. Und, Mister, hier ist Ihre Schlüsselkarte. Willkommen im Sanity Inn. Danke, Brudi. Alles klar. Dann gehen wir da mal hin. Ich nehme mal an, hier ist der Aufzug. Ja. Klick. Third floor. Hold the door. Was? Wieso? Klick, 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 geht nicht. Für wen denn? Oh, hallo, Schwester. Ich nehme an, du bist Theologiestudentin. Ich habe tatsächlich mal eine Theologiestudentin getroffen, die so rumgerannt ist. Also stilistisch. Das kann nicht wahr sein. Aber warum höre ich sie? Ja, warum nicht? Is something wrong? Is there something stuck in my teeth? Sie fragt mich, ob irgendwas nicht stimmt und ihr irgendwas zwischen den Zähnen klebt. Ich habe deine Stimme gehört. Das. Warum auch nicht? Wir nehmen. Keine Sorge, beachten Sie mich gar nicht. Are you sure everything is all right? I just ate the biggest burger in the galaxy and I thought I was covered in ketchup. Ah, sie hat gerade einen riesen Burger gegessen. Na, sehr schön. Und fragt mich, ob alles in Ordnung ist. Ja. I live on the fourth floor. Ja, aber ich will auf den dritten. Aber okay, das, ich kann ja vorher aussteigen, dann machen wir das. Hey, this might be a weird question, but do you know any good places to go in the big city? Sie fragt mich, ob ich irgendwelche guten Lokalitäten hier kenne. Warum höre ich ihre Stimme? Irgendwas hat sich geändert. Ja, warum nicht? Warum? Ich verstehe gerade den Plot nicht. Aber wir werden es sicherlich bald rausfinden. Ich kann nicht oft rausgehen. You have no idea how much I get you. Okay, sie versteht mich. Where would you like to go? Wo würde ich hingehen? Ins Büchergeschäft? Ins Kino? In Vergnügungspark? Und ich gehe nicht raus, es könnte gefährlich sein. Oh, Mask of Sorrow. Nee, will ich nicht sehen. Das interessiert mich alles nicht. Am ehesten noch der Bookstore. Nehmen wir den Bookstore. Do you like reading? Ja. I enjoy books too, but now I have the opportunity to try something new for the first time. So I'm looking for other options. Okay, sie mag das auch, aber sie will jetzt auch mal was anderes erleben. Okay. I think this is your floor. Ja, aber die Tür ist nicht auf, Gute. Well, see you later. And thanks for the advice. Ja, ich habe dir ja nicht viel mitgeben können. Ich hätte so gern ihr Gesicht gesehen. Und warum wundert es ihn, dass er sie hören kann? Das hat ihn doch bei der Anmeldung auch nicht gewundert. Oh, wer bist du? Hallo, junger Mann. Checken Sie auch ein? Jawohl. Seien Sie vorsichtig. Das ist ein sündhafter Ort. Trauen Sie niemandem. Hey, junger Mann. Trauen Sie Menschen? Meistens ja. Vertrauen sollte allein Gott gegeben werden. Sie werden es schon sehr bald verstehen. Ich mag dich nicht. Das liegt nicht daran, dass du ein Mönch bist oder Priester oder was auch immer. Ich mag deine Attitüde nicht. Oh. Schön. Ich will das Zimmer. Hier läuft gute Musik. Okay. 302, ne? Hier. Dülülüp. Und hinein. Endlich. Und jetzt werde ich meine Sachen auspacken und mich fertig machen. Oh, das ist nett. Mag ich. Das ist irgendwie auch ganz... Das finde ich echt... Echt mal, also das ist doch mal geil, oder? Hier hinsetzen, rausgucken. Kein blöder Fernseher. Sondern eine Einladung, die Abgründe der Stadt zu betrachten. Und den Leuten in die Fenster zu starren. Er hat was.
Oh, das lassen wir laufen, oder? Man könnte es ändern, aber es passt gerade so gut. Okay, was haben wir hier? Tasche hinstellen, machen wir. Wer hätte gedacht, dass alle meine Sachen in eine Tasche passen? Hier habe ich ein Bild. Oh, ich bin gespannt. Was für ein Foto stellt er hin? Oh, die sieht nett aus. Sympathisch. Ich habe schon fast vergessen, wie sie aussieht. Wie gut, dass ich immer noch ein Foto von ihr habe. Wer ist das? Die ist nett, oder? So ein das war... Oh. Für so ein gestelltes Foto mal ein echt sympathisches Lächeln. Und vor allem das erste Klargesicht, das ich hier sehe. Wahrscheinlich fixt mich das deshalb gerade so an. Ich sehe tatsächlich mal einen echten Menschen. Und keine Pixel. Achso, ich wollte mich fertig machen, ne? Wo ist eigentlich mein Bart? Ach ja, hier, genau. Ah ja. Ein Rasiermesser. Listen to the radio. Wir unterbrechen das Programm, um Ihnen eine wichtige Message vom Zentrum der Krankheitskontrolle und Prävention mitzuteilen. Eine vorübergehende Quarantäne wurde ausgesprochen in der Stadt wegen eines natürlichen Gaslecks. Sie könnten Stromausfall in einigen Bereichen bemerken. Spezialisten arbeiten bereits daran, das Problem zu lösen. Verlassen Sie nicht Ihr Zuhause und gehen Sie nicht raus. Bleiben Sie ruhig und folgen Sie den offiziellen Ankündigungen. Die Situation ist unter Kontrolle. Ein stadtweites Gasleck? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht, ja? Was ist da los? Oh fuck! Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, die explodiert hier nicht auch irgendwas? In diesem Raum am Ende. Ein Schrei? Ich sollte schauen, was da los ist. Gut. Guter Mann. Bin ich dabei. Okay, ist nur eine Vase zu Bruch gegangen. Und ein... Hey, das war auch das Zimmer mit der schönen Musik. Alles in Ordnung? Oh, fuck. Okay. Problem. Ah, fällt dir auch schon auf, ja? Okay. Ich muss hier raus. Aber vorher, hier liegt doch was. Read the note. Mein Engel, ich warte auf dich beim Hotel heute. Meine Frau ist mit ihren Eltern weg, also haben wir das gesamte Wochenende. Ach, ihr wart das, ihr Sünder. Und schon habe ich den Priester im Verdacht. Wenn Sie leben wollen, gehen Sie Ihren Raum zurück und schließen Sie die Tür. Verstehen Sie mich? Hier ist ein toter Körper. Ich habe keine Zeit, Kind. Machen Sie nur, was ich sage. Gehen Sie zurück in Ihren Raum, schließen Sie die Tür. Und öffnen Sie nicht, egal was jemand sagt. Das scheint mir ein bemerkenswert guter Ratschlag zu sein. Da war jemand. Da war keiner. Ich mache einfach meine Tür zu. Was ist das jetzt? Ah. Oh mein Gott. Okay, ich muss den Rettungsdienst rufen. Was ist die Nummer an dieser Stadt? Keine einheitliche? Pick up the phone. Hang up the phone. Ja, die Nummer ist 911. Passt doch immer, oder? Ach nee, 66911. Hallo, Sie haben den Rettungsdienst gerufen. Leider sind alle unsere Mitarbeiter beschäftigt.
Ihr Platz in der Warteschlange ist 54. Warten Sie in der Leitung oder rufen Sie später zurück. Was passiert hier? Hang up the phone, ja. Ich glaube, das Warten lohnt erstmal nicht. Habe ich eigentlich abgeschlossen? Jemand klopft. Aber es klingt, als ob das nicht an meine Tür sein. Ich sollte schauen, was da los ist. Nein! Bist du dumm? Na gut, vielleicht nur durchs Löchlein gucken, ne? Ja, das ist okay. Okay, irgendwas ist in der... Der Mann, du bist wunderschön. Ich liebe Komplimente. Ah, dann war das noch ein anderes Fremdgängerpärchen. Oh, fuck. Und die nächste Tote. Oder der nächste. Aber ich habe hier immer noch den Pfaffen in Verdacht. Tag 1. Warum schlafe ich hier im Bad auf dem Boden mit meinem... Okay, das Rasiermesser verstehe ich inhaltlich. Was soll das? Okay, weil die Täter wahrscheinlich da durchmarschieren und nach mir suchen würden. Dann würde ich sie hören. Stimmt, gar nicht dumm. Du bist nicht dumm. Oh, ein Rabe. Oder eine Krähe. Ah! Oh Gott. Das ist ja echt schlimmer geworden über Nacht. Die Quarantäne hält an. Die Polizei hat hunderte Berichte von Angriffen über mental unstabile Personen verzeichnet. Einige Ansässige behaupten, dass die Angreifer körperlich deformiert wirkten. Das Zentrum für Krankheitskontrolle hat das nicht kommentiert. Inzwischen hat die Stadtverwaltung den Notstand ausgerufen. Wir empfehlen allen in der Quarantäne-Area zu Hause zu bleiben und soziale Interaktion klein zu halten. Die Infizierten können sehr gefährlich sein. Ein Expertenkomitee studiert den Fall dieser Infektion, aber soweit waren sie nicht in der Lage, die Quelle und die Art der Krankheitsverbreitung zu identifizieren. Wir halten sie auf dem Laufenden. Wir bewegen uns jetzt ins nächste Segment. Es werden Songs ihrer Wahl sein. Okay, gestern sprachen sie noch über Gaslecks, jetzt über eine Infektion. Haben sie überhaupt eine Ahnung, was passiert? Ich fürchte, ja. Ja, lassen wir es mal an, ne? Beruhigt ein bisschen die Nerven. Okay, Broschüre, warum auch immer. Interessantes Bild, ne? Warum? Warum hängt man sich sowas hin? Hängt ja noch so eine Broschüre. Sie sind nicht allein. Wollen wir da mal anrufen? Ja, da wird wahrscheinlich auch keiner rangehen, ne? Sechs, sechs, zwei, fünf, zwei, fünf. Sollte ich ihn nochmal anrufen? Ich bin nicht sicher. Foster Care Support Line, wie können wir Ihnen helfen? Contact my Kurator? Warum nicht? Hallo, ich denke nicht, dass Sie anrufen sollten. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag.
irgendwas Seltsames passiert hier. Sprechen Sie von den seltsamen Nachrichten auf, im Fernsehen? Ah, die Medien wollen den Leuten nur Angst machen, um ein paar Zuschauer abzugreifen. Sehen Sie, Sie können nicht ständig nach Gründen suchen, zurückzukommen. Es ist Zeit für Sie zu versuchen. Sorry, ich habe da jemand anderen in der Leitung. Es scheint so, als ist irgendwas in Ihrer Unterkunft passiert. Ich muss das sortieren für mich. Viel Erfolg. Ich rufe mal die Rezeption an, oder? Besetzt. Security? Hallo, hier die Wache. Sind Sie noch am Leben, Kind? Großartig. Was ist passiert? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich überwache mit den Kameras die ganze Zeit. Leute verändern sich. Die weiße Dame auf ihrer Etage. Sie ist furchtbar. Aber ich bin hier, Kind. Ich werde dir helfen. Das Hotel ist gefährlich. Das Problem ist, draußen ist es noch gefährlicher. Sie sagen im Radio, es ist ein Gasleck. Glauben Sie das? Nein. Ich auch nicht. Die verbergen irgendwas und die Polizei kommt nicht. Es stinkt, Kind. Ich weiß nicht, wie lange wir hier stecken bleiben, aber es ist eine... Es gibt die Möglichkeit, dass es einige Zeit dauern wird. Ich habe die Kameras gecheckt. Die Flure auf ihrer Etage sind sicher. Versuchen Sie rauszukommen und irgendwelches Essen zu finden, solange es geht. Gehen Sie nicht auf die anderen Etagen. Dann kommen Sie zurück und warten Sie auf meinen Anruf. Und reden Sie zu niemandem, es könnte böse enden. Ich versuche mal den Rescue Service. Weil ich denke, der hat einen ganz guten Überblick. Oh, es ist jemand rangegangen. Ich rufe vom Sanity Inn Hotel aus. Jemand hat jemanden umgebracht im Nebenraum. Wir kümmern uns darum, so schnell wir können. Gehen Sie sicher, dass Ihre Türen abgeschlossen sind und kontaktieren Sie den Hotel Sicherheitsservice. Alle unsere Fahrzeuge sind derzeit besetzt. Ich rufe nochmal im Restaurant an, wo wir schon dabei sind. Vielleicht haben die ja was zu essen. Oh, ist es frei? Ist das das Restaurant? Nicht mehr. Platz ist sauber. Er klingt wie ein Verrückter. Ich sehe hier noch an der Seite lauter Siebenen. Wollen wir das mal ausprobieren? Nee, okay. Dann würde ich jetzt auflegen. Organisieren wir uns was zu essen. Oh, auch jede Menge Blut. Kein Zimmer, wo ich rein wollte. Aber rein kann, na geil. Ein Köpfchen. Super. Und da ist der Rest. Was ist das? Gamm? Ja, gut. Es täuscht so ein bisschen über den Hunger wenigstens hinweg, nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe, die gehen automatisch zu. Na gut, und Wasser werde ich hoffentlich haben im Zimmer. Hier war der andere Todesfall. Liegt immer noch hier rum. Ist hier irgendwas zu essen? Nein. Nein, okay. Dann nichts wie raus hier. Ich will das gar nicht sehen. Mm-mm. Hm.
Young man, hier. Ich ignoriere den. Mir wurde das geraten. Und ich halte den Rat für sehr klug. Ah, hier ist was zu essen. Sehr gut. Okay, das lasse ich liegen. Wer weiß, wie lange das da schon steht und wer da schon seine Finger dran hatte. Auch wieder Stimmen. Okay. Es wird langsam schwierig. Da ist eine Tür von außen blockiert. Könnte einen Grund haben. Ah, da ist auch noch was zu essen. Sehr gut. Oh ja, sehr schön. Ich höre jemanden weinen. Was haben wir hier? Ah. Sehr gut. Die Donuts hätte ich, glaube ich, liegen gelassen. Aber gut. Man weiß ja nicht, wie lange das hier noch gehen wird. Okay. Okay. Was war das? Es hat sich aufgelöst. Und hier ist was zum Aufheben. Was ist das? Schlüsselkarte für 328. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. 328. Wo ist 328? Will ich da überhaupt rein? Ist das eine gute Idee? Na gut, wer immer ihn hier rausgeschleppt... Oh Gott. Hat, wird wahrscheinlich nicht damit recht... Oh, Himmels Willen. Ja. Zurück ins Zimmer. Turn around slowly. Hallo Priester. Ich werde Ihnen Fragen stellen. Sie werden sie beantworten, verstanden? Verärgern Sie mich nicht und lügen Sie nicht. Das könnte böse enden. Was tun Sie in diesem Raum? I'm looking for food. Also haben Sie gestohlen. Sie sollen nicht stehlen. Eine der 10 Gebote. Woher soll ich wissen, dass Sie nicht diese Leute umgebracht haben? Wie wollen Sie das beweisen? Look at the bodies. Ich bin nicht stark genug. Die Security hat Zugriff zu den Kameras. Der wird es bestätigen. Es war die Frau in Weiß. Ich würde das nehmen, den Kameramann. Okay, ich denke, das kann wahr sein. Ich werde es prüfen. Sehr gut. Das ist, was ich denke, mein Sohn. Du bist einer der Infizierten. Sie sagt im Radio, dass du gefährlich bist. Du wirst durchdrehen und Leute angreifen. Ich muss dich stoppen. Ich bin nicht krank. Ich gebe dir eine Chance. Was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Das Radio lügt? Ich habe kein Nasenbluten. Ich sehe keine Halluzination. Ich greife dir nicht ein. Ich kann mich kontrollieren. Das finde ich gut. Reicht ihm das? In Ordnung, mein Sohn. Ich glaube dir. Geh. Keine Angst. Ich werde über dich wachen. Wer hat dich darum gebeten? Schon ein ungewöhnliches Spiel, ne? Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Offenbar nicht. Da muss ich hin. Mit keinem reden. Das war der Ratschlag. Ich halte mich dran.
Okay, put food in the fridge. Das ist gut. Na, damit kommen wir da erstmal hin. Go to bed. Na gut. Ja, bin ganz deiner Meinung, Dude. Was war das? So, mitten in der Nacht? In einem Irrenhaus? Oh. Bitte helfen Sie mir. Ich werde gejagt. Machen Sie die Tür auf. Also, wenn die jetzt noch überlebt hat, glaube ich nicht, dass das wahr ist. Wer sind Sie? Wer ich bin? Die Tür zum Raum wurde zugeschmissen. Ich komme nicht rein, bitte. Öffnen Sie. Oh, Sie sind nicht wie die anderen. Interessant. Oh. Reden Sie mit mir, ich will mehr wissen. Was sehen Sie? Hauen Sie ab. Oh. Das war nicht so schlau. Ich kann nichts machen, leider. Okay. Ich finde, das ist ein guter Punkt für einen Cut. Ne? Kleiner Cliffhanger. Ich mache mal so eine halbe Stunde Folgen daraus. Mal was anderes. Mal gucken, wie das ankommt. Ja, aber es ist ein geiles Spiel. Ich bin positiv überrascht. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Berichtet mal, wie erlebt ihr das? Ich finde es direkt innovativ. An dieser Stelle bedanke ich mich aber erstmal fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Lassen Sie klopfen, wir hören nicht. Psst.